Ja, seid gegrüßt, ihr Abenteurer. Bleibt ein Weilchen und hört zu, denn es geht weiter mit Let's Play Stellar Blade. In der letzten Folge haben wir den Alpha-Nativer Gigas besiegt und sind nun von diesem Ort aus hier nach Zion gewandert bzw. geflogen mit Adams Luftschiff, weil hier eine Zuflucht der Menschheit sein soll, bei der zu Hochzeiten dieser Siedlung hunderttausende Menschen gelebt haben sollen. Jetzt natürlich weniger, das leuchtet auch ein. Ich denke mal, dass die Nativer hier regelmäßig angreifen und so natürlich die Zahl der Menschen dezimieren. Es sieht ehrlich gesagt schon ziemlich imposant aus hier. Also wir haben Siedlungen bzw. Häuser selbst an den Fels hängen, das ist schon ziemlich cool. Außerdem haben wir noch ein Mitglied, eine Ingenieurin des 5. Landetrupps retten können von dem Alpha Nativer, nämlich Lily Artemis die Zweite, die wahrscheinlich in Zukunft dabei helfen wird, Eve ein wenig aufzupimpen. Nehme ich zumindest an. Und da bin ich doch jetzt mal gespannt, was wir insgesamt hier in Zion noch alles erleben werden. Als erstes wollen wir uns wohl mit Orkel treffen. Orkel ist wohl sowas wie der Anführer hier. Und von ihm ist abhängig, ob Eve sich jetzt hier der Unterstützung von Zion verschreibt oder ob sie doch eigene Wege geht. Erstmal haben wir ja gesagt, dass wir kooperieren wollen, aber das hängt, wie gesagt, größtenteils jetzt auch mal davon ab, wie Orkel so drauf ist. Folgen wir also den beiden. Sie haben die Stadt wohl tief und hoch gebaut. Oh ja, sehe ich jetzt erst. Guck mal da unten überall. Sind die Mauern um die Stadt dazu da, sie vor Nativer-Angriffen zu schützen? Ich hoffe doch. Glaube aber, wie gesagt, nicht, dass die Nativer wirklich im großen Stil abgehalten werden können. Also es wird immer wieder mal Angriffe geben. Sie scheinen aber nicht besonders gut verstärkt zu sein. Ne. Also wenn hier ein Alpha-Nativer reinkommt, je nachdem, was die für Abwehrsysteme haben, dann dürfte das großen Schaden anrichten. Das sieht schon sehr interessant aus hier. Welcome, Zion. Cool. Das ist, sieht schon sehr japanisch angehaucht aus irgendwie, ne? So diese kleinen Läden, an denen man sitzen kann an der Straßenecke. Das wird wohl der Plaza sein hier, Stadtmitte. Wow, wo bin ich hier? Wie die Kolonie reagieren würde, wenn sie hiervon wüsste? Das ist schon wirklich cool gemacht hier. Hi. Eve, hier. Ah, das zieht uns tatsächlich zurück. Also, wir können gerade nicht abseits der Wege gehen. Vermutlich sollen wir erstmal der Quest folgen. Protokoll, um alle zu retten. Na, wollen wir es doch hoffen. Eine Mammutaufgabe. Aber ich kann erst Kontakt mit Ihnen aufnehmen, wenn ich die Mission beende. Der Typ sieht auch nicht mehr ganz frisch aus, ne? Also, die Menschen hier müssen wahrscheinlich einiges durchmachen. Und es sind auch irgendwie nicht besonders viele. Ich hoffe, das ist bald. Ja, das hoffe ich auch, Lilly. Das hoffe ich auch. Adam, wieso ist es hier wie ausgestorben? Verstecken sich alle etwa wegen uns? Es gibt ein Problem hier. Was soll das heißen? Erfahrt ihr gleich im Audienzzimmer. Der Underground Lift. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Menschen im Untergrund leben, weil es einfach sicherer ist. Aber das werden wir gleich im Audienzzimmer erfahren. Kann man hier auch überall lang gehen? Ich frage mich, wie groß diese Stadt ist, also wie viel man wirklich erkunden können wird. Ups, sorry. Ich stelle es nachher wieder auf. Erstmal in den Zug einsteigen. Beziehungsweise es ist ja eher ein Lift, es sah aus wie ein Waggon. Aber es ist ein herkömmlicher Lift. Hier sind jetzt auch nicht gerade mehr Leute. Los, wir sind fast da. Und trotzdem sehen wir noch niemanden. Shop nutzen. Haben wir hier irgendwas Neues? Smart Mine. Oder Smart Mine. Sobald sie scharf ist, kann sie bei der Annäherung von Gegnern explodieren und Schilddurchbruchschaden verursachen. Auch gut. Ist wie gesagt neu.
merken wir uns mal. Können wir eigentlich irgendwas noch verändern oder so? Wir können unsere Angriffskraft vergrößern. Die ist jetzt auf 610 mittlerweile angewachsen. Ansonsten geht hier gerade nicht mehr. Planetarer Diving Suit, den haben wir ja gerade an. Exospine können wir auch nichts machen. Was ist das hier? Munition auffüllen. Kann gerade nicht benutzt werden. Was heißt denn Munition auffüllen? Kriegen wir noch Fernkampfwaffen? Das wäre sehr nice. Wir haben 3 Fertigkeitspunkte, sehe ich gerade. Die können wir natürlich auch mal einsetzen. Beta-Energieraub. Lädt mehr Beta-Energie bei erfolgreichem Hinterhalt oder Überfall auf. Okay. Könnte man machen. Beta-Kette. Verstärkt den Endtreffer von manchen Kombo-Angriffen. Fügt mehr Schaden zu, betäubt den Gegner und lädt Schubenergie auf, wenn der Angriff das Ziel trifft. Letzte Taste gedrückt halten. Könnte man natürlich auch machen. Ich bin aber eher ein Freund davon, jetzt erstmal zu erleichtern, dass wir abwehren können und so. Das finde ich schon nicht schlecht. Konter. Perfekte Abwehr. Könnte man auch machen, dass man den Konter lernt. Wie sieht's hier aus? Blinzeln. Doppelausweichen, das haben wir ja schon gelernt. Blinzeln können wir jetzt auch. Zurückschlagen. Nur einsetzbar, wenn ein Gegner einen tödlichen Angriff ausführt. Stößt den Gegner weg, macht einen Schritt zurück und erhöht vorübergehend die Fernkampfangriffskraft. Enthüllt Schwächen bei bestimmten Gegnern. Wir werden also definitiv noch Fernkampfwaffen bekommen. Also wir wurden gerade ein bisschen gespoilert. Das lernen wir aber jetzt auf jeden Fall mal. Und können das auch mal eben im Training ausprobieren. Das ist quasi das Gegenteil von dieser Blinzeln-Fähigkeit, die wir ja auch schon hatten. Wenn ein Gegner lila leuchtet und einen tödlichen Angriff ausführt, kannst du ihn mit Zurückschlagen kontern. Wenn sich der Gegner innerhalb der Reichweite der Fähigkeit befindet, leuchtet Eves Schwert in derselben Farbe. Aha. Drücke, wenn Eves Schwert leuchtet, um den Gegner zurückzustoßen und dich in eine sichere Entfernung zu bringen. Zudem wird deine Fernkampfangriffskraft für kurze Zeit erhöht. Ist logisch, weil man ja Distanz zwischen sich und den Gegner gebracht hat. Erfolgreiches Zurückschlagen enthüllt für kurze Zeit die Schwachstelle des Gegners. Aha. Interessant. Ja, das hat schon mal nicht funktioniert. Aber kriegen wir gleich hin. So, jetzt probieren wir das nochmal. Das hat auch nicht geklappt. Drücke ich die Taste nicht gleichzeitig oder was ist das Problem? Das war aber, glaube ich, nicht die Fähigkeit, oder? Das war die Fähigkeit. Der Kopf ist die Schwäche offenbar. Na, es ist irgendwie nicht ganz so einfach, das richtig zu timen. Muss man es genau in dem Moment drücken? Ich habe bei Blinzeln ja auch noch so meine Probleme. Manchmal klappt es, manchmal aber auch nicht. Es klappt nicht. Klappt nicht wirklich. Oder wartet mal eben kurz, ich probiere mal was aus. Nee, das klappt auch nicht. Seltsam. Wirklich ein bisschen seltsam. Nochmal gucken. Nee. Einmal habe ich... Ich habe jedes Mal die Tasten gedrückt, aber nur einmal hat es bisher funktioniert. Jetzt hat es funktioniert. Aber ich habe es jetzt auch mehrfach hintereinander gedrückt, einfach um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass er die Eingabe irgendwie annimmt. Jetzt hat es wieder nicht geklappt. Das ist mir ehrlich gesagt noch zu... Das ist mir ehrlich gesagt noch zu... zu unsicher, ob diese Moves klappen oder nicht. Und wenn in so einem schnellen... Oh, vielleicht hat es auch nicht geklappt, weil da die Wand ist. Weil ich gar nicht zurück konnte. Wir probieren es nochmal. Aber in einem derart schnellen Kampfspiel ist mir das zu unsicher, dass solche Moves funktionieren. Die sind ja super wichtig. Und ich will so einen Treffer will ich ehrlich gesagt nicht kassieren. Verständlicherweise. Er macht die Moves nicht. Er macht diesen Move nicht.
Jetzt hat's geklappt. Aber warum klappt es denn manchmal und warum klappt es manchmal nicht? Der Zeitpunkt dürfte ungefähr der gleiche sein. Jetzt hat's wieder nicht geklappt. Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe es nicht ganz. Wir beenden das Training jetzt erstmal, aber wie gesagt, ist mir noch zu unsicher. Bedrohungserkennung. Erleichtert den Einsatz von Blinzeln und Zurückschlagen. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Nur setzbar, einsetzbar, wenn ein Gegner einen tödlichen Angriff ausführt, weicht aus und teleportiert hinter den Gegner für einen Gegenangriff. Ja. Haben wir, wie gesagt, eigentlich schon häufiger mal gemacht, aber naja. Müssen wir jetzt mal gucken, wie sich das entwickeln wird. Hier sind Wachen. Hi. Wer seid ihr? Ihr seht fancy aus. Ist lange her. Du hast Gäste mitgebracht. Sehr wichtige Gäste. Machst du auf? Los. Orkel wartet auf dich. Sie hieß jetzt Rael. Rael. Lilis Kleidung freigeschaltet. Adams Kleidung freigeschaltet. Okay, das ist neu. Ah, die sehen wir hier unten jetzt. Kleidung Kanalratte. Auch nicht schlecht. Bei ihr ist es einfach Artemis. In der Kolonie während der Luftoperation im Versteck in Eidos 9, das ist der Suit, der das alles mit mir durchgemacht hat. Daher verdient er den Namen Artemis. Okay. Und wie ist es mit ihm hier? Die Scavenger von Zion schützen sich mit alten militärischen Uniformen, Jacken, Masken, Handschuhen und Stiefeln. Sie verstecken sich und sammeln Schrott außerhalb der Stadt, während sie solche Outfits tragen. Da sie an Ratten erinnern, haben ihnen ihre Outfits den Spitznamen Kanalratten eingebracht. Okay. Wir haben neue Modifikationen bekommen, ne? Tempobeschleunigung. Angriffstempo plus 10% ist auch nicht schlecht. Okay. Mission ist klar, Zion die letzte Stadt. Datenbank haben wir hier jetzt. Adam, da ist was Neues, glaube ich, dazu gekommen, ne? Nachdem ihre Arbeit in Eidos 7 getan war, berichtete Adam ihr von Zion, der letzten Stadt, und schlug Eve eine weitere Zusammenarbeit vor. Adam unterscheidet sich von anderen Scavengern. Sein Unterschlupf verfügte über ausgefeilte Einrichtungen wie ein Aerodrom oder Aerodrom und einen Tetraport. Außerdem konnte er mit seiner Redegewandtheit Orkel überzeugen, Eve zu unterstützen. Das wollten wir eigentlich noch gar nicht wissen, weil das ein Spoiler ist. Lily Artemis ist die zweite, ist eine Ingenieurin des 5. Landetrupps. Ungeachtet ihrer kleinen Statur ist sie ein nicht zu unterschätzendes Individuum und offizielles Landetrupp-Mitglied. Aufgrund ungenauer Koordinaten wurde sie an einem abgelegenen Ort abgesetzt und musste warten, bis ein anderer Trupp sie retten konnte. Wie ihrem Titel zu entnehmen ist, verfügt sie über die nötigen Fähigkeiten, um die Körper und Ausrüstung von Landetrupps instand zu halten und kann fast alle Technologien der Erde problemlos benutzen. Als ideale Unterstützerin ist ihre einzige Schwäche, dass sie etwas hochnäsig ist und manchmal seltsam spricht. Und hier haben wir Rael. Nun, vom Outfit her, ein bisschen knapper als Eve auch, würde ich sagen. Passt zum Ton des Spiels. Rael ist eine mysteriöse Kriegerin, die über das Audienzzimmer wacht. Die Bürger von Zion nennen sie die Königliche Garde. Manche sagen, sie wäre eine Attentäterin, andere behaupten, sie wäre eine Nightiba, die vom Propheten erleuchtet wurde und sich daraufhin von ihresgleichen abgewandt hat. Und manche halten sie sogar für einen Prototyp eines Engels. Bei all den Gerüchten ist eins klar, für Orkel und Zion würde Rael alles tun. Und wie heißt die andere hier? Ist einfach nur ein Robo oder was? Ein Robot? Keine Ahnung. So, wir treffen Orkel. Das könnte spannend werden. Oha, das sieht auch krass aus. Sieht wie die Halle, der Ost... Wow. Ja. Was für ein Ort. Wie die Halle der Aufzeichnung ein bisschen Erinnerungen aus. Auf, oder? Sehr gut erkannt. Das stimmt. Im Audienzzimmer werden Erinnerungen aufbewahrt. Und zwar die Erinnerungen, die es nicht zu Mothers 4 geschafft haben. Alter, heftig. Es ist soweit. Oh! Wie ich sehe, haben wir Gäste. Willkommen. Orkel. Ich würde euch gerne einander vorstellen. Das ist Zions Prophet, Orkel.
Ich bin Landetruppmitglied Eve. Mein Name ist Lily. Freut mich sehr. Adam hat mir schon einiges über dich erzählt. Du hast einen Alpha Nativa besiegt. Wenn er etwas fallen ließ, so zeig es mir bitte. Na, wollen wir den Alpha-Kern wirklich hergeben? Hier. Oh, das ist ein Alpha-Kern. Gib mir einen Moment. Du verfolgst das Ziel, die Welt vom Nativa-Ältesten zu befreien, dem Anführer aller anderen Nativas. Nun, denn ich vermute, du versuchst, den Alpha-Kern als Schlüssel zu nutzen und den Weg zum Nest zu öffnen. Ist das richtig? Ich habe keine Ahnung. Weißt du das? Unglücklicherweise kann das Nest nicht mit einem Alpha-Kern allein geöffnet werden. Was? So ein Mist! Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit, das Nest zu erreichen? Nur wenn ihr 4 Alpha-Kerne verschmelzen lasst und somit einen Omega-Kern erschafft. Einzig mit dem Omega-Kern wird es dir möglich sein, auch die tiefsten Ecken des Nests zu erreichen. Woher weißt du das alles? Dank meines persönlichen Datenlinks, der bis an die Oberfläche reicht, kann ich überall und nach allem auf der Erde suchen. Alles, was ich dafür brauche, ist die richtige Menge an Energie. Warte mal, bedeutet das, du kannst auch den Alpha Nativa ausfindig machen? Genug der Vorstellungsrunde. Adam, bitte setz die Hyperzelle ein. Ah ja. Die haben wir ja aus der Halle der Aufzeichnungen. Hier. Ich möchte mir erstmal Orkel hier durchlesen. Da fehlen auch noch 2 dazwischen. Interessant. Orkel ist der Anführer von Zion. Er ist ein rätselhafter und weiser alter Mann, der meistens der Prophet genannt wird. Er erschien aus dem Nichts, vereinte die Menschen und erbaute die Stadt von Zion. Seine Vergangenheit ist ein Geheimnis. Er will Eve helfen, wenn sie sich bereit erklärt, Zion zu retten. Doch ebenso wie seine Vergangenheit sind auch seine wahren Absichten unbekannt. Ja, und deswegen kann man ihm nicht so wirklich vertrauen. Ich meine, die Alpha-Kerne und die Hyperzelle zum Beispiel scheinen ja sehr mächtig zu sein. Sehr, sehr viel Energie, und Energie ist hier eine der wichtigsten Ressourcen überhaupt. Da ist halt die Frage, zu was wäre er fähig, wenn er all diese Energie in sich vereint, und hat er dann wirklich gute Absichten oder nutzt er die Menschheit vielleicht auch nur als eine Art Werkzeug? Wen haben wir denn hier noch? Die Schlechtergrille. Grillen sind Nativas, die wie eine grässliche Mischung aus Grillen und anderen Lebewesen aussehen. Ihr Panzer ähnelt einem nackten Körper und sie können je nach Bedarf und Funktion an ihren Armen gehärtetes Chitin bilden. Schlechtergrillen haben nicht 2, sondern 4 tödliche Beine. Wow. Ja, gefährlich. Alpha Nativas haben wir hier 6 Plätze. Wenn wir 4 Kerne brauchen, dann gibt es im Nest selbst vielleicht noch 2 und dann den Ältesten. Oder die 4, da kommen noch weitere. Das wird auf jeden Fall spannend. Können wir noch mit ihm reden? Folge, Adam. Ne. Er hat auf jeden Fall hier ziemlich viel Zeug auch herumliegen. Und auch so altmodische Sachen wie Bücher, interessant. Folgen wir Adam. Aber es sind trotzdem sehr, sehr wenig Menschen hier gewesen, ne? Und was meinte er mit, es gibt ein Problem? Welches Problem denn? Hyperdrive. Wow. Was haben die hier alles erbaut? Lily, kommt. Oh, es ist so dunkel hier. Ich mag die Dunkelheit nicht. Das ist der Hyperantrieb. Die Quelle Zions ganzer Energie. Eve, deine mitgebrachte Hyperzelle wird ganz Zion erleuchten. Los, die Hyperzelle gehört da rein. Also wird die Stadt erwachen? Hyperantrieb. Das sieht wirklich so krass aus, ne? Was ich mich allerdings gerade frage, wie kann Adam Orkel viel von Eve erzählt haben, wenn sie erst gestern gerettet wurde und die dann größtenteils selbst unterwegs waren miteinander vielleicht? Und er ist ja nicht vorher hier angekommen. Vielleicht hat er das über Funk oder so gemacht.
setzen wir die Hyperzelle ein. Die Stadt wird erleuchten. Und wir sind die Retterin. Ich frage mich, wie lange so eine Zelle reicht. Friedhof? Nein, die Menschen befinden sich wegen mangelnder Energie in einem tiefen Schlaf. So weiterzumachen, kann nur Finsternis bringen. Eve, bitte hilf uns. Krass. Dank der Hyperzelle, die Eve gefunden hat, sind sie sicher. Zumindest vorerst. Ich bin froh, dass ich für die Menschen hier etwas tun konnte. Brauchen wir noch mehr Hyperzellen, um jeden einzelnen Einwohner aufzuwecken? Ja. Wir benötigen 3 weitere Hyperzellen, wenn wir Zion zurück zu alter Stärke führen wollen. Gehen wir zurück zu Orkel. Er erzählt euch alles Weitere. Aber das passt ja dann gut zusammen. 3 Alpha-Natibas fehlen noch, beziehungsweise 3 Alpha-Kerne. Aha. Willkommen zurück, Fremder. Und 3 Hyperzellen. Danke für eure harte Arbeit. Nur dank euch wurden die Leben mehrerer 10.000 Menschen verlängert. Und mein persönlicher Datenlink stabilisiert sich. Das sind tolle Neuigkeiten. Heißt das, wir können die Position des Alpha Natibas endlich bestimmen? Die ganze Energie des Ältesten wird immer noch zur Erhaltung der Wiege genutzt. Wer bist denn du? Adam Smasher. Das hier ist Man, ein Sentinel-Kommandant. Und er dient als Orkels Leibwache. Meine Fähigkeiten sind noch limitiert, sollte man sagen. Deswegen ist es mir nicht möglich, in neue Gebiete vorzudringen. Doch mit Hilfe weiterer Hyperzellen werde ich zweifelsohne den Alpha Natiba ausfindig machen können. Aus diesem Grund bitte ich euch erneut um eure Hilfe. Altes Loire, ein Ort draußen im Ödland, eine Ruine der Vergangenheit. Können wir darauf hoffen, dass ihr von dort eine weitere Hyperzelle mitbringt? Eve, das wäre uns eine große Hilfe. Ja, wir haben wohl keine Wahl. Adam, Lily, ich verlasse mich auf euch. Oh, wie süß sie guckt. Das wird nicht leicht. Bereitet euch gut vor. Wie der Typ einfach nur Man heißt. Kann ich nicht mehr mit dem reden. Schade, hätte ich jetzt gerne noch gemacht. Aber es geht wieder nach oben. Ich nehme mal an, dass wir uns jetzt ein bisschen besser bewegen können in der Stadt. Man. Man ist der Anführer des Sentinels und Orkels persönlicher Bodyguard. Er ist ein erfahrener Krieger, der über hohe Stärke ebenso verfügt wie über Weisheit. Die meisten Sentinels vertrauen Man vollkommen. Trotz Mans Bemühungen konnten die zahlenmäßig unterlegenen Sentinels ihre Stellung nicht halten und mussten sich nach Zion zurückziehen. Man kennt viele der Geheimnisse, die in Zion verborgen liegen. Um Zion vor dem bevorstehenden Untergang zu bewahren, muss Man sich die Hände schmutzig machen. Ja, wir alle wahrscheinlich, ne? Begib dich zum Memoria Plaza in Zion. Oh. Hi. Engel, ich habe gehört, du hast bei dem Problem mit dem Hyperantrieb geholfen. Weiter so. Und tu alles, was in deiner Macht steht, solange Zion profitiert. Können wir mit allen hier reden? Engel, Orkel hat uns den Befehl gegeben, mit dir zusammenzuarbeiten. Also behalte ich dich im Auge. Okay, das heißt, diese Landungstruppe. Ich traue dir nicht. Und wehe. Du gefährdest unsere Organisation. Habe ich nicht vor. Diese Landungstrupps werden also offenbar als Engel benannt oder die Mitglieder des Landungstrupps. Weil wir vom Himmel kommen, ist klar. Das ergibt schon Sinn. Hier draußen fühle ich mich doch gleich viel besser. Ja, es kann schon ziemlich heftig werden im Audienzzimmer. Ja, dieser unheimliche Typ hat nicht aufgehört, mich anzustarren. Er sieht nicht so aus, aber er ist freundlicher, als du denkst.
Ich muss mich noch um die Reparatur des Tetrapods kümmern, bevor wir losziehen. Eve, tust du mir einen Gefallen? Ich habe eine Antriebssteuerkonsole bestellt in einem Laden namens Sisters Jug. Würdest du sie abholen und mich dann beim Unterschlupf treffen? Du könntest dich dabei etwas in der Stadt umsehen. Okay. Ich werde mir Adams Werkstatt ausborgen. Ich will unbedingt ein bisschen an der Drohne basteln. Alles klar. Dann legen wir los und treffen uns später alle beim Tetrapod. Cool. Also können wir jetzt die Stadt ein wenig frei erkunden. Anliegen der Bürger. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die Eves Hilfe benötigen. Höre dir ihre Geschichten an und erfülle ihre Aufträge, um entlohnt zu werden. Du kannst auf blablabla nach unten wischen, um die Missionsliste zu öffnen. Hier kannst du die Mission sehen, die du angenommen hast und ihre Beschreibungen lesen. Ja. Das kennen wir ja schon. Sprich mit der Besitzerin von Sisters Junk. Was haben wir hier? Eine Kiste. Modifikation Risiko. Das Spiel. Wir können hier ausruhen. Wir können leider gerade keinen Scan benutzen. Suchst du Sisters Junk? Schon. Wer bist du? Hideo Kojima, oder? Folge weiter dieser Straße, bis du rechts von dir eine Treppe siehst. Es ist schon lange her, dass ich einen Engel traf. Ja, so werde ich oft genannt. Karte. Die Karte wird in bestimmten Bereichen aktiviert. Du kannst deine momentane Position und die Umgebung überprüfen, um das Ziel einfacher ausfindig zu machen. Du kannst auf dem Touchpad nach oben wischen, um die Karte zu öffnen. Also so. Ja. Das ist Zion. Ah. Ey, das Seven können wir uns jetzt nicht angucken. Okay, wir haben hier Sisters Junk wahrscheinlich, wobei hier steht neue Missionen. Es werden sogar neue Missionen angezeigt. Das ist auch ganz nice. Schwarzes Brett. Können wir uns auch mal angucken. Aber der Plaza hier, vielleicht gibt es hier auch noch das eine oder andere. Da sind Lily und Adam. Hier sehen wir jetzt nichts. Vielleicht ist hier in irgendeiner Gasse ja noch eine Truhe oder sowas. Was ist das? Was macht das? Was hat das getan? Okay. Gönne dir den Karamell Macchiato oder was? Es scheint nicht nützlich zu sein, aber sieht interessant aus. Sammelobjekte sind das, Eve. Ich sehe mir das später an. Sammelobjekte. Dosen sammeln. Wenn du verschiedene Orte auf der ganzen Welt erkundest, kannst du versteckte Dosen finden. Es können jedes Mal erfreuliche Dinge geschehen, wenn du eine bestimmte Anzahl an Dosen einsammelst. Ist hier noch eine Dose? Ey! Wer ist da drin? Rauskommen. Meistens muss man sowas dreimal machen. Ey! Okay. Ah, das war die Mülltonne. Ich dachte, da kommt jetzt doch was rausgepoltert. Aber dem war dann nicht so. Okay. Was haben wir hier? Sieht ein bisschen gruselig aus. An alle Holzköpfe, die immer noch an Mother Sphere glauben. Ich bin Pierre, ein Bürger von Zion. In letzter Zeit empfinde ich nur noch Mitleid mit den Armleuchtern, die immer noch glauben, dass Mother Sphere uns alle retten wird. Wenn ihr das wirklich glaubt, wieso weiß da niemand, was Mother Sphere eigentlich ist? Mögen wir Erlösung finden. Dieser Satz kommt uns allen bekannt vor. Klar, ihr Hohlbirn denkt, dass Mother Sphere uns aus dieser Hölle befreien wird, denn sie lügt nie. Da liegt ihr falsch. Wenn sie wir sagt, spricht sie nicht von mir und euch. Sie meint die Menschheit als gesamte Spezies. Und meine Erlösung oder eure Erlösung spielen für die Erlösung der Menschheit keine Rolle. Datenbank-Upgrade. Ah. Rechts oben hat gerade irgendwer Erfahrungspunkte gekriegt. Das sah eher nach Lily aus. Wer bist du? So jemanden wie dich habe ich hier noch nie gesehen. Voll skeptisch. Hey, dir scheint es überhaupt nicht schlecht zu gehen, wenn du so aussiehst. Was soll das denn heißen? Nur weil ich teure Anzüge trage? Oder keine Ahnung, ob das Ding überhaupt teuer ist. I don't know. Was haben wir hier? Ein Filmplakat oder was ist das? Notiz zum Gebetstreffen. Lasst uns beten, Brüder und Schwestern. Mögen wir Erlösung finden. Das sind Mother Spheres Worte. Etwas Schöneres hat sie nie gesagt und wir müssen uns daran festhalten. Seit dem letzten Krieg ist viel Zeit vergangen und unsere einzige Hoffnung in dieser verschmutzten, von ketzerischen Nativas befleckten Oberfläche ist ihre Prophezeiung. Unser Glaube bleibt bestehen. Er wird standhalten. Er währt auf ewig. Er wird nicht von uns weichen. Mother Sphere lügt nie und sie versprach uns einen Platz im All.
Betet, meine Freunde. Friede sei mit allen Brüdern und Schwestern, die sich mit uns versammeln. Sprecht bei Interesse mit Francis im Buchhandel, neben dem Eingang von Zion. Notiz zum Gebetstreffen. Ah, das ist hier die Werbung. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Hier können wir keine Dosen sammeln. Aber hier ist eine Truhe. Für die wir einen Zugangscode brauchen. Kann ich auf der Karte was eintragen? Kartenmarkierung. Jupp. Truhe. Ja. Das finde ich schon mal gut. Da können wir nichts machen. Wir können aber hier hoch. Hier können wir aber auch nichts machen. Okay. Ich habe das so verstanden, dass je nachdem, wie viele Hyperzellen wir hier reinbringen, immer mehr Menschen wiedererweckt werden und dann wahrscheinlich auch hier herumlaufen und so auch neue Questgeber und Bereiche freigeschaltet werden könnten. Ihr Bürger, öffnet die Augen. Zion besteht aus Lügen. Orkel täuscht uns alles vor und bedroht unsere Freiheit. Dieser verrückte alte Mann manipuliert die Natives, um uns alle zu unterdrücken. Doch wir freien Bürger werden niemals nachgeben. Stürzt den falschen Propheten, stürzt die Lakaien, die sich Orkels Wachen nennen, stürzt die Sentinels, die den Schutz der Bürger missachten und einzig und allein das System aufrechterhalten. Führen wir uns selbst in eine sicherere Welt. Befreiungsbündnis von Zion, Abgeordneter Aaron. Oh je. Also man merkt schon, hier mobilisiert sich wirklich auch Widerstand, die keinen Bock auf das alles haben. Wer bist du? Wer bist du? Oh, du bist der Engel, von dem ich so viel gehört habe. Verzeih, hab dich nicht erkannt. Oh, alles gut. Das muss dir nicht leid tun. Ja. Okay. Gespräch beenden. Bist du los? Alles klar. Pass auf dich auf. Hoffentlich kommst du bald zurück. Gut. Pass auf dich auf. Barry. Der wird also auch nochmal wichtig. Da ist er. Barry führt einen seltsamen Laden namens Barry's. Echt? Nicht Cliffs oder so? Er führt einen Laden namens Barry und heißt Barry? Das kommt ja überraschend. Wow. Müllton treten! Das ist der beste und einzige Sport in Zion. Okay. Hier ist jetzt aber, glaube ich, wirklich nichts mehr. Da drüben ist ein Telefon. Können wir damit irgendwas machen? Kann ich jemanden anrufen? Ich habe einen Telefonjoker. Cradle for your peace. Achtung, Bürger. Die Sentinels suchen nach neuen potenziellen Bewohnern für die Wiege. Finden Sie Frieden in der sicheren Wiege, bewahren Sie Ihre Erinnerungen, leisten Sie einen Beitrag im Kampf gegen Zions Energie- und Ressourcenknappheit. Um das bösartige Gerücht zu zerstreuen, die Sentinels würden die Bürger in die Wiege zwingen, wird potenziellen Wiegenbewohnern ein Treffen mit dem Propheten sowie ein Einblick in den Einzugsprozess ermöglicht. Wir hoffen auf Ihre Teilnahme. Wir, die Sentinels, versprechen den Frieden in Zion mit unserem Leben zu wahren. Sentinel-Hauptmann Man. Er ist halt der Man. Wir können Schnellreise machen. Okay. Ja, hier waren wir jetzt ja überall. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wirklich runter. Und dann sollen wir uns ja rechts halten. Hier sind aber wirklich nicht viele Menschen. Das ist schon echt traurig. Was ist mit dir los? Du bist der Engel. Oh, Engel, bitte rette uns. Ich werde es versuchen. Ich kann dir aber nichts versprechen. Ich muss erst noch besser werden mit dem Kampfsystem. Keep calm and trust us. Ist das wieder so ein Sentinel-Werbung? Achtung, Bürger, wir haben erst kürzlich eine gewisse Organisation entdeckt, die den Ruf unseres Propheten Orkels beschmutzt und die falschen Gerüchte über die Sentinels streut. Seien Sie versichert, dass diese Äußerungen nicht der Wahrheit entsprechen. Bürger von Zion, lassen Sie sich nicht von bösartigen Aufrührern mitreißen und setzen Sie Ihr Vertrauen in uns. Wir, die Sentinels, versprechen den Frieden in Zion mit unserem Leben zu wahren. Wieder von Man, Manfred Man. Hi. Vergib mir. Ich hab mich geirrt. Das ist alles meine Schuld. Okay. Vergib mir. Offenbar können wir hier gerade kein anderes keine anderen Gesprächsinhalte anwählen. Ich glaube, er mag Teddys. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich habe das Gefühl, er mag Teddys. Vielleicht wird dieses Mysterium später noch aufgeklärt.